Hallo, also in diesem Video dreht sich alles rund um die Energie. Als erstes wollen wir gucken, was es für verschiedene Energieformen gibt. Und als zweites geht es um die Energieerhaltung oder vielleicht eher Energieumwandlung. Und als drittes am Ende gibt es noch ein kleines Beispiel. Also, los geht's. Wir beginnen natürlich mit dem ersten Punkt, den Energieformen. Wie also kann Energie auftreten? Aber erstmal, was ist überhaupt Energie? Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Das ist die Definition davon. Wenn ihr das jetzt noch nicht richtig verstanden habt, dann ist das gar nicht schlimm. Wir gucken uns das ja jetzt noch mal genauer an, was das bedeutet. Wir machen jetzt mal eine Tabelle. Also links steht immer der Zustand, also was ein Körper zum Beispiel gerade an Energie hat. Und rechts steht immer ein Prozess, was man zum Beispiel mit dieser Energie dann machen kann. Die erste Energieform kennt ihr bestimmt schon. Das ist die Bewegungsenergie. Und der Fachausdruck dafür ist kinetische Energie. Ein Auto hat zum Beispiel eine kinetische Energie, wenn es fährt, also eine Geschwindigkeit hat. Und wenn das Auto gegen eine Mauer fährt, so kann es diese kaputt machen. Oder eher, die Mauer macht das Auto kaputt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.